Herzlich willkommen bei S21 Bau TV. Wir blicken auf die Dachkonstruktion von der zukünftigen Haltestelle Stadtgalerie. Und wir sehen, dass hier das, ich sag mal, letzte große Teil im östlichen Bereich des Daches gebaut wird. Also die Schalung steht und die erste Armierungsschicht ist drin und die zweite wird gerade damit verknüpft. Und mit dieser Zoom-Einstellung kann man schön sehen, wie es dann mit dem nächsten Dachelement verbunden ist. Und hier sieht man auch schön die Krümmung vom geschwungenen Dach. Seit dem letzten Video auch hier neue Schalungsgerüste. Und also nach rechts zum entsprechenden Zielpunkt. Also hier soll das Dach dann einlanden, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Bevor ich es vergesse, wer bei unserem Verein aktiv oder passiv mitmachen möchte, morgen ist Hauptversammlung, also einfach eine Nachricht an uns schicken. Gäste sind herzlich willkommen. Jetzt der 180 Grad Schwenk, Blick auf die B14. Und zwischen den Fahrspuren, bekannt für alle, die schon länger zuschauen, der Bereich der Zuführung zur neuen Haltestelle. Wir sehen also im rechten Bereich den alten Deckel des U-Bahn-Tunnels und obendrauf wird ein neuer Deckel gelegt und der wird entsprechend verdübelt. Und nachdem unter uns die eine Platte schon fertig ist und die nächste gerade gemacht wird, kann ich das schön zeigen. Also, eine Matrix aus Baustellen ist in die alte Deckenplatte eingefügt worden. Die gelben Dinger sind nur Personenschutz, damit kein Bauarbeiter verletzt wird, wenn er stürzt und da aufgespießt wird. Und links sehen wir dann vom neuen Schacht oder Tunnel
die Decke, die dann nach links, nach rechts geht und in einem Guss dann die Alde trägt. Und ganz rechts sehen wir auch noch mal im Detail entsprechende Stützkonstruktionen, nämlich hier. Ja, und wunderbar, dass hier mehrere Stufen vom Baufortschritt zu sehen sind. Weiter hinten sehen wir gerade, dass eine Deckenplatte mit der nächsten Schalung fertig ist, also diese gelben Platten. Wir sehen links die Außenwand vom neuen Stadtbahntunnel und hier in der Mitte eine Zwischenwand. Und nachdem die alle so schräg da durchlaufen, sehen wir auch jetzt gerade eine dreieckig geschnittene Platte, die gleich da hingelegt wird. Jetzt ist sie drin. Ich gehe mal zur Seite. Das möchte ich doch nicht über mir haben. Hab heute gerade mal keinen Bauhelm dabei. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass er diese Stahlträger über den Weg hebt, aber mir ist nicht wohl dabei.
Wir kommen in den Bereich hier unten. Ich wollte doch noch mal da hinten drauf halten. Denn da kann man so schön erkennen, wie die neue Deckenplatte drin liegt und über der alten. Verankert ist. Interessant auch der Graben in dem neu aufgeschütteten. Ja, mit so einem Zoom bewegen ist schwierig, aber das Bild hier wollte ich euch noch mal zeigen. Also, so wird dann die komplette Deckenplatte aussehen. Danke fürs Zuschauen, wenn es gefallen hat, bitte Daumen hoch und wer noch nicht abonniert hat, kann ich nur empfehlen, dann verpasst ihr auch nichts. Bis zum nächsten Mal. Ciao.